Willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Beim letzten Mal haben wir ja quasi hier in diesem Flüchtlingslager einfach nur noch weiter rumgeguckt, was denn hier eigentlich beim Tatort genau vorgefallen ist. Und die denken sich so, alter, Sherlock Holmes hat noch nie jemals so lange gebraucht, irgendwie einen Fall zu lösen. Außer Mahmoud ist an der Reihe. So, wir wollen unter anderem herausfinden, wie hier irgendwie ein Eindringling in das Flüchtlingslager kommen konnte. Über Wasser macht keinen Sinn, weil da hätte die Polizei gesehen. Was hatten wir noch? Wir hatten die Leiter angeguckt. Wir hatten das Gitter angeguckt. Ja, und an sich haben wir jetzt hier nicht wirklich viel weiteres, was wir angucken können. Außer es fällt halt hier jetzt plötzlich noch irgendwie außerhalb des Lagers hier noch irgendwie was auf oder ein oder keine Ahnung was. Der hat auch nichts dazu zu sagen, ne? I'm not making a grave mistake in trusting you, Mr. Holmes. Was ist denn das? Zigarettenstummel. Malpal. A single Malpal butt. Okay. Da sind hier auch noch andere. Roadman Cigarettes. A brand highly regarded by law enforcement officers. So there wasn't any sophisticated infiltration plan. The good old police just let the man into the camp. Now we have everything we need to get the full picture of what happened at the camp. Das heißt, wir können eine Rekonstruktion starten, ja? Okay. Also die Polizisten haben einfach da reingelassen. Die Frage ist, warum? Wir müssen jetzt erstmal rekonstruieren und dann mal gucken. So, wir haben jetzt viele Stellen, an denen wir irgendwas machen können. Viele, viele bunte Stellen. Nehmen wir vorne. Ne? Polizist hat zusammen mit jemand anderem geraucht, hier mit dem Typen hier von der Tote quasi. Und der hat ihn einfach reingelassen. So. Und der jetzt hier reinkam, liegt da tot. Wir haben sie da rausgefischt. So. Den hat dann hier jemand erstochen und reingeschubst. Auch das wäre möglich, weil sonst wäre er halt mit dem Rücken dann da. Oder halt quasi mit dem Bauch nach oben würde er schwimmen. So würde es schon mehr Sinn machen. Meine Meinung. So, haben wir hier hinten noch irgendwas? Nur provisorisch, mal gucken. Nicht, dass ich hier was Wichtiges übersehe, aber haben wir nicht. Okay. So, hier haben wir Flüchtlinge, die von links nach rechts laufen. Oder so. Hier ist ja einer von denen hier hingefallen. Er hat dafür gesorgt, dass er stolpert. Mit seinem eigenen Dolch. Würde fast Sinn machen. Er hat ja... Das ist ja quasi sein Dolch, den er hat, ne? Er hätte die eigene Scheide seines Dolches quasi bei sich. Vielleicht wollte er damit... Nein. Das macht schon mehr Sinn. Meine Meinung. So. Er wurde verfolgt von einem von denen. Möglich. Was wäre die andere Option? Handgemenge. Machen wir mal so. Hier haben wir eine Frau, die er verteidigt gegen andere. Oder er hat sie so zu Boden gestoßen, was halt Sinn machen würde wegen der Perlenkette. So, hier gab es den Kampf mit dem Stock. Das bist glaube ich du, ne? Der da auf dem Boden liegt. Das noch anders? Was ist jetzt hier groß anders? Außer, dass er sie an der Hand hält. Hier wirkt er quasi wie der Beschützer. Hier wie jemand, der sie halt umherzehrt.
Ja, das würde Sinn machen. Wir sind doch nicht einfach so durchspaziert. Hier gibt es ja Spuren von wegen, ne? Hat sich jemand dagegen gewehrt. Machen wir es mal so. Passt sogar. So, we have a thug who came to take a refugee woman with him. She resisted, but he dragged her by force. One of the refugees stood in his way, armed with a stick. Yet he could do nothing against a cutthroat with a blade. The man didn't anticipate that the other refugees would intervene and stand against him. In the confusion, the woman managed to break free. The thug took fright and fled. He was stopped by the falling crates. He stumbled and fell, piercing his chest with his own blade. However, the wound didn't cause instant death. He managed to stand, but still bleeding, he lost his balance on the bridge and fell. Before all of this, the man had freely entered the camp through the main entrance. The police admitted him after they had a short smoke together. You live by the sword, you die by the sword. In our man's case, it's the same sword. No. I think we have everything the camp supervisor needs. Let's get this over with. Okay, ja, dann können wir mal die Fakten halt darbieten. Aber wir haben ja auch noch theoretisch das hier. Da müssen wir mal auch einen Flüchtling finden, der sich mit uns hier unterhalten will, aber haben wir ja gar nicht. Der hier will ja nicht mehr mit uns reden, obwohl wir ihm sogar extra geholfen haben, aber er ist nicht in der Verfassung, mit uns zu reden. Hm. So. So. You still here? Hier, Beweis präsentieren. So, pass auf. Ja. Veraltelter Entführungsversuch. Inspector, I believe I can aid your investigation. I know who the dead man is and what really happened here. You do? Well, good for you. But I'm afraid I'm not the one you need to share your findings with. Speak to Mr. Harlow here. He's the one responsible for settling things in the camp. You don't even care to listen? Oh, I do care. Maybe even more than I need to. But I'm only here today to lock the place up, question witnesses, and file the facts. It's sad, but coming up with conclusions is not among my tasks here. You fellows at City Hall do that. Anyway, speak to the supervisor. I'll just stand by and listen to what you have to say. Okay. Wie gelangte der Eindringling ins Lager? Wurde einfach reingelassen. Oh, falsche Taste. Your problem, not mine. Ach so. Tatort im Flüchtlingslager. Your problem, not mine. Okay. Verletzter Flüchtling. I've already told you all I've learned. Mhm, okay. Profil von dem anderen ist irrelevant, da gibt es eine Tätowierung. Your problem, not mine. Weit befürchtet. Eine Leiche. Your problem, not mine. Was geht im Flüchtlingslager vor sich? The guards at the sewers were speaking about taking refugees out of the camp. Do you know anything about this, Inspector? Less than you do, obviously. And this doesn't bother you as an officer of the law? I can neither punish them nor put them on the right track, if that's what you're asking. Maybe your friends at City Hall could do something about it, but I seriously doubt that. To be honest, I'm sick and tired of being frowned on for my uniform. If those fine gentlemen you've eavesdropped on are in some shady business, that's on their heads. Okay. I'm busy. Don't you have papers to fill? City Hall loverheads. Mr. Harlow, your refugees didn't murder anyone. What? Pray tell me what you've learned. All right, listen carefully. This might solve one problem for you, but we'll create a few more. Oh, well, that's a great start. The man came to the camp intending to kidnap one of your refugees, a woman. What he didn't expect was that the refugees would stand up to protect the woman. A brawl had broken out. In the chaos of it, the man stumbled over those crates and fell on his own blade. How do you know he fell on his own blade? The wound in his chest was inflicted from an unusual angle. It was not an offensive stab, shall we say. The refugees didn't touch him. And judging by the blood at the scene, the intruder managed to raise himself but was unable to walk very far. He ultimately fell into the canal. How did he sneak into the camp? Why didn't the police see him? And this is where your new problems emerge, Mr. Harlow. What do you mean? You're not a dull-witted man. You know what I mean. There is no feasible way to get into the camp without the police guards knowing of it.
The pile of mess I had to sort out has just become bigger. But somehow that doesn't surprise me. Anyway, I thank you for your help, Mr. Holmes. I'll take it from here. Meanwhile, I'll make sure the police aren't detaining the refugees any longer. You can go back in and look for your witness. You think one small clock can make any difference in this place? Who knows, John? Just one ill-fitting cog could make the whole machine crumble. Gut. Jetzt müssen wir aber immer noch Flüchtlinge finden, mit denen wir über das Ding da reden können. Frage ist, wo finde ich hier einen von den Flüchtlingen? Hier, was mit dir? Is this familiar to you? I'd rather bite a snickle than talk to you. Ja. Okay, dann verkleiden wir uns halt. Möglichst ärmlich. Wenn wir als einer von denen durchgehen. Hier nehmen wir das. Ups. Hier, die sorgt für ganz viel Ärmlichkeit. Dann 3-Tage-Bart wahrscheinlich. Ein paar tolle Gesichtsspuren. Vielleicht jetzt? Could you help me? I would like to help a companion in misfortune. But I know nothing about this. Okay, der weiß nichts drüber. Was mit dir? May I ask you something? Why don't you ask someone of your own kind? Everyone's looking at us, Sheriff. You should know what you're doing. Ich finde das nicht so einfach. Vielleicht hat hier jemand was darüber zu erzählen. Excuse me, just one question. Not my problem. Ah, okay. Immer diese Leute befragen hier. Da hat keiner von denen was groß zu erzählen. Hauptsache, hier ist immer so ein fettes Boot. Netter Sonnenuntergang. Guck mal, jetzt sind hier Flüchtlinge, die hier schlafen. Das war vorher nicht. Oder ich habe es nicht beachtet. Kannst du mir was darüber erzählen? Help me, please. They often take us from the camp to work. Most don't mind, though. It's the only way to get a glimpse of freedom. Okay, den Aussagen der Flüchtlinge zufolge kommen regelmäßig zwielichtige Personen ins Lager und nehmen Flüchtlinge mit, die dann außerhalb des Lagers unterschiedlichste Arbeiten verrichten. Dabei handelt es sich für gewöhnlich um schwere Arbeit, doch die Flüchtlinge bekommen dafür Geld und Essen. Die Frau, die aus dem Lager entführt werden sollte, wurde einmal missbraucht, nachdem sie vorgeblich zum Arbeiten mitgenommen worden war. Seitdem haben die Flüchtlinge nicht mehr zugelassen, dass Frauen aus dem Lager geschleust werden. So there's a smuggling ring in the camp. This wasn't the first time that someone freely entered the camp to take a refugee out. At least it was certainly his last time. My gut tells me that we'll learn more about this ring when we find out where the thug came from. Mhm. So. Dann die Zeichnung können wir vielleicht nochmal jemanden zeigen. Vielleicht auch dir. May I ask for your assistance? Sorry. We don't see much here. Okay. Help me, please. Sorry, we don't see much here. Okay. Everyone's looking at us, Sheriff. You sure you know? Kann ich hier vielleicht jetzt rein? You're the one who tended to our man's wounds. I thank you greatly. The police didn't allow us to help him. The police will leave you alone now. I've proven to them that the man who came into the camp died due to his own foolishness. Thank you for standing up for us. But nobody would help us without a reason. You're here because you want something. Yes, I do. I need to speak with the girl drawn here. The dead man came for her too. He wanted to take the girl away. But we won't allow her to be hurt again. What do you want from Nayla? Nayla.
She was hurt some time ago. I'm here to find the people who did this and bring them to justice. And to find them, I need Nayla's help. Will you let me speak to her? Justice. There's no justice on this land. But you helped us, so maybe your words are not empty. You can speak to Nayla, if she wants it. But I will be watching you. Hello, Nayla? My name is Sherlock. I know someone hurt you. I am here to help. I'm trying to find the people involved and bring them to justice, please. There is a photograph, and I'm sorry, it is terrible, but I simply must ask. Where did this happen? What can you tell me about these people? Christ, Sherlock. Nayla, I'm sorry. I'm not very good at this. You come here for me, but you are rude and cruel and condescending. A cross. The man had this cross. Now go away. Leave us be. I do not need another white man's help. Oh, glad that wasn't me. Not my best work, John. By a long shot. Nayla doesn't want us meddling. I'm starting to wonder what this all achieves. But she helped you anyway. Now we know that maniac's face and the cross he wore, we can still catch him. Terrible events are behind that canvas, Sherry. Mhm. So, müssen wir jetzt noch einen Christlichen suchen, oder wie ist das? So. Ein Vergewaltiger ist hochrangiger Beamter. Derartige Orden werden für gewöhnlich nur hochrangigen Staatsdienern verliehen. So wie dem Vergewaltiger auf dem Foto. Der Schurke wollte die Frau entführen. Der Schurke kam ins Flüchtlingslager, um eine junge Frau zu entführen. Er hätte sie töten können, tat es aber nicht. Der Schurke wollte die... nicht nur Dieb, sondern auch Handlanger. Der Schurke ist nicht nur ein Dieb, sondern wollte auch eine Frau entführen. Ein Handlanger für verschiedene Aufgaben. Das heißt, da ist dann irgendwo jemand, der halt dann die Schritten zieht. Okay. Sollen wir wieder umziehen hier? Witwenschleier, das ist neu. Habe ich nie gekauft. Nicht, dass ich wusste. So. Okay, das heißt, der nächste Schritt, den wir machen, ist einmal im Archiv nachgucken. Das wird wieder lustig. Tralalala. Okay, so ein Kreuz hat er gehabt. Okay. Tätowierung des Lagereindringlings. Dieser Mann kam nicht aus reinem Zufall hierher. Vielmehr spielte er eine sehr wichtige Rolle bei diesem Fall und seine Tätowierung könnte mir helfen, diese Rolle zu verstehen. Okay. Muss ich mit irgendwem reden? Die Frage ist halt, mit wem? So. Und diese werden normalerweise nur hochrangigen britischen Amtsträgern verliehen. So. Entweder es ist halt wieder Codona Chronicle oder doch im Ratshaus. Weil meiner Meinung nach sind halt im Rathaus dann immer halt Leute verbucht, die keine Ahnung, so generell das Bürgerverzeichnis, sag ich mal. Aber wenn jemand halt einen Orden verliehen bekommt für irgendwas, dann wird das ja wohl irgendwie in der Zeitung stehen. Denke ich mir zumindest. Ob das der Tatsache entspricht? Jo, keine Ahnung. Aber wir gucken mal. Achso, ich sollte vielleicht auch das anpinnen. Klappt das auch?
So. Ein Amtsträger ist es. Kommt aus irgendwo. Vielleicht ein Artikel oder so über den und Zeitraum in letzter Zeit. Nö. Nachrichten. Nein. Titelseite. Anzeige. Nein. Aktuelles Jahr. So auch nicht. Wo finde ich denn sonst noch Amtsträger? Ich weiß nicht, ob wir da im Rathaus nach Amtsträgern suchen können. Polizei halte ich für unwahrscheinlich, weil wegen Isso. Weil mir auch wieder Stelle ist, ne? Vielleicht versteife ich mich auch wieder zu sehr, aber warum ist hier schon wieder so ein Lupensymbol und da ist kein grüner Kranz drum, kein gar nichts. Und ist ja meistens so ein Zeichen von, jo, na, hast du alles gefunden. Vielleicht haben wir da tatsächlich irgendwas noch nicht gefunden. Ich weiß es nicht. So. Hier können wir auch eine Amtsträger suchen, das ist gut. Ein Brite. Tätigkeit. Thomas Norton, geboren 1840 in London. 1864 Abschluss an der Universität Oxford. Begann 1869 im Innenministerium als Sekretär zu arbeiten. Wurde 1875 Militärattaché in Indien. Wurde 1877 von der Queen mit dem Order of the Bath ausgezeichnet. Wurde am 1. März 1878 zum britischen Abgesandten auf Cordona ernannt. Mit eigenem Kabinett im Rathaus. Ja, dann sind wir grundsätzlich ja schon mal richtig hier vor Ort. Dann können wir, glaube ich, den Typen mal aufsuchen. Aber das und mehr dann erst in der nächsten Folge von Sherlock Holmes Chapter 1. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.